Haben Sie schon einmal etwas gehört von Asperger-Autismus? Das sind Menschen, die eine andere Wahrnehmung haben und in unserer Gesellschaft oft anstoßen. Und über das möchte ich mich jetzt unterhalten mit dem Psychologen Matthias Huber, der selber auch von Asperger betroffen ist. Und Sie sind auch spezialisiert auf diesem Gebiet. Und der Martin Schaub, Ihr Sohn, war bei mir in der Sendung. Sie kennen als Vater, was es bedeutet für einen Vater, ein Kind zu haben, das anders ist wie die anderen. Wie haben Sie das erlebt? Ja, am Anfang hat man das nicht so gemerkt. Wir haben einfach schon vor dem Kindergarten haben wir dann mitbekommen, dass er zum Beispiel, wenn er mit anderen Kindern zusammen war, auf einmal wie in seine Welt abgetaucht ist. Aber das hat man nicht so gross beachtet, oder? Und dann eigentlich so richtig losgegangen ist im Kindergartenalter, wo es dann von den Kindergärten geheißen hat, im Prinzip ist alles nicht gut und sie weiß nicht, wo er gut ist und wie das später soll weitergehen überhaupt in der Schule. Und gleichzeitig haben wir das Gefühl, er ist intelligent in gewissen Sachen, die lernt er einfach extrem schnell. Und dann haben wir ihn dort schon psychologisch abklären lassen und sind irgendwie halt ein an der falschen Stelle gewesen. Die haben das irgendwie auch nicht gesehen. Sie haben einfach gesagt, er ist dass der IQ höher, ein bisschen überhöht ist und dass er motorisch ungeschickt ist, oder? Mhm. Ja, ist auch von dem her eine Bestätigung gewesen, aber wenn ich dann gefragt habe, wie ja und wie weiter, haben sie gesagt, okay, das gäbe sich dann schon, oder? Mhm. Und danach das ist so in der ersten Klasse gewesen, in dieser Grössenahnung, habe ich mal in einer Zeitung einen Bericht gelesen über Asperger-Syndrom. Da ist der Herr Huber auch vorgekommen. Das war dort mal noch in der Migros-Zeitung, Brückenbauer dort mal noch. Mhm. Die sind, glaube ich, auch vorgekommen dort. Und hatte ich das Gefühl, das ist doch genau wie der Alex. Ja. Und dann habe ich im Internet gegoogelt und von einer Asperger-Vereinigung in Deutschland einen Bericht gefunden. Und habe mir mal dort alles gelb angestrichen. Und dann ist irgendwie 3/4 gelb gewesen, nachher auf dem Blatt. Oder? Mhm. Dann bin ich dann schon. Haben Sie eigentlich selber gemerkt, es könnte sich um Asperger handeln? Jetzt würde ich Herr Huber aber fragen, was ist Asperger-Syndrom? Asperger ist eine Form von Autismus und wird bei Kindern diagnostiziert oder auch Jugendlichen oder Erwachsenen, die mindestens durchschnittliche Intelligenz haben und die keine Sprachentwicklungsverzögerung haben als Kleinkind. So. Und es ist eine besondere Art, wie Sie auch eingangs gesagt haben, von der Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, auch eine andere Art von Denken, wie man denken, wie man lernen, wie man das Gedächtnis anwenden und auch von der sozialen Wahrnehmung her, wie man quasi Situationen, die man im Alltag erleben, quasi analysieren. Ihr Sohn ist mittlerweile 20, er studiert Informatik, ein hochintelligenter junger Mann. Wo gibt es Schwierigkeiten? Also die Schwierigkeiten sind natürlich allgemein gewesen. Schulisch, also das hätte man eigentlich allein gerne können machen. Eben, es ist allein schon die Feststellung. Also wir haben eben schon gemerkt, dass da etwas ein bisschen anders ist, aber man hat nichts gehabt, bis ich zufällig den Zeitungsartikel gelesen habe. Yeah. Und dann ist es dann eigentlich zum Guten gekommen. Die Diagnose hat sehr viel geholfen. Weil dann hat man gewusst, dass nicht nur die Eltern da sind, die alles falsch machen, sondern dass da wirklich etwas ist, oder? Sind Sie auch angeklagt worden? Also so quasi, Sie haben Ihren Sohn nicht richtig erzogen? Ja, also hat dann zum Teil schon fast ein bisschen gesagt, ja, weil, ja, hat man dann schon auch ein bisschen gehört, dass in der Schule, ihr müsst halt das so machen und so, oder, quasi. Und dann mit dieser Diagnose hat man dann etwas in der Hand gehabt und es ist dann nicht automatisch besser geworden, sondern wir haben dann eine Begleitung von einer Psychiaterin. Ja. Oder? Und sie hat dann auch die Schule ein bisschen darauf sensibilisiert. Und dann ist das besser gekommen. Mhm. Und was sehr viel geholfen hat, dass, halt, ja, dass immer jemand da ist, daheim für ihn. Ja. Am Morgen, wenn er geht, und am Abend, wenn er kommt. Es braucht viel Begleitung. Ja, genau. Also, ja. Das hat sehr viel geholfen, dass das auch die Frau daheim ist. Also, ja. Wenn beide Eltern berufstätig sind und niemand dumm ist, dann könnte das schwierig werden. Ist das fast nicht möglich? Ja. Wie sollen sich denn Eltern verhalten, wenn sie Diagnose kriegen, dass ihr Kind ein Asperger-Syndrom hat? Natürlich gibt es ganz verschiedene Arten, aber kann man etwas grundsätzlich sagen?
Oft ist es ja so, dass die Eltern sind ja quasi die Ersten, per se ja schon, die ihr Kind erleben oder kennenlernen, wenn es auf die Welt kommt oder auch schon vorher. Und dann eigentlich auch schon sehr viel Wissen haben. Also oftmals sind die Eltern eigentlich die, die das umfangreichste Wissen haben, jetzt im Vergleich zu Fachleuten, die vielleicht eher ein teilbereiches Wissen haben. Und ich würde sagen, auch weiter auf ihr Wissen vertrauen und das auch einsetzen. Also sie erleben ja ihre Kinder im Alltag eben oft so, dass sie eigentlich durch das Kind mit Asperger-Syndrom quasi so detailfokussiert wahrnehmen. So, haben sie ein bisschen Schwierigkeiten, in einer gewissen Situation oder in allen Situationen schnell einen Überblick zu haben. Und wenn Eltern dann eben viel Vorinformationen geben ihren Kind, wenn es um eine neue Angelegenheit geht oder um eine Reise oder irgendwie einen Ausflug in den Zoo, wenn sie detailliert vorinformieren, wenn sie auch visualisieren, teilweise auch so Tagesplan machen oder sogar auch Plan, was passiert in der nächsten Stunde, mit vielleicht je nachdem Piktogramm oder Karte, wenn sie sich auch sehr genau ausdrücken, weil viele Menschen mit Asperger-Syndrom eben sehr, sehr genaue Art haben, die Sprache zu analysieren. Und sofort merken, wenn jemand etwas sagt und dann aber etwas ganz anderes macht. Oder wenn zum Beispiel jemand sagt, jetzt gehen wir den Tisch decken, jetzt nehmen wir zuerst die Gabel und dann das Messer. Es kann sein, dass ein Kind mit Asperger-Syndrom dann verschrickt, wenn quasi die Person zuerst das Messer nimmt anstatt die Gabel. So. Also dass eben genau die Genauigkeit nicht nur im sprachlichen Ausdruck am Kind helfen kann, sondern auch die Genauigkeit dann quasi im Zusammenhang mit der Handlung, die vielleicht Mutter oder Vater macht oder Menschen allgemein, die im Kontakt sind. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil wir sind ja immer ein bisschen ungeduldig, wir pressieren für alles Mögliche und man nimmt sie eigentlich auch nicht so genau als Nicht-Betroffenen. Also man lässt sie so ungefähr so stehen. Und das fordert wahrscheinlich auch sehr viel Geduld. Verlieren Sie auch die Nerven? Nein, das eigentlich weniger. Also eben, man weiß, um was es geht. Und, und genau das, was der Herr Huber gesagt hat, das muss die Frau also genau so machen. Oder? Also ihm sagen, was er machen muss, was könnte passieren. Wenn das passieren kann, muss er das machen und so reagieren. Und da muss ich wirklich sehr viel mit ihm schauen. Und am Abend, wenn er heimkommt, eben auch wieder. Yeah. Und das ist schon das. Ja, man kennt den Alex, aber wir sind eben im Prinzip ja gleich nur die Eltern, nicht die Fachleute. Oder? Und im Umgang mit der Schule ist es natürlich schon gut, wenn man eine Fachperson hat. Oder? Ja, also in der Schule hat er hat sehr viel. Also er hat wirklich Glück in der Schule. Es waren sehr viele nette Leute. Und alle haben Verständnis für den Alex. Und nachher in der. Jetzt auch da im Studium dort hat er eine Begleitung von der Firma Avantos. Das ist so wie ein Coach, also wo ich quasi lernen muss er selber, aber der tut dann so wie vermitteln, oder was braucht der Alex, so dass es läuft. Und von der Lehre hat er dort auch sehr viel Verständnis gehabt. Also, er hat eigentlich noch Glück gehabt im Unglück. Ja. Wie viele Menschen, die Asperger-Syndrom haben, können noch ein totales selbstständiges Leben führen? Also da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Ist sicher ein bisschen höher als vielleicht auch bei Menschen mit anderen Autismusarten oder anderen Formen von Autismus, wo vielleicht auch noch mit einer kognitiven Beeinträchtigung zum Beispiel auch, aber das ist der Anteil ist, wenn man jetzt würde sagen, was sind die Fähigkeiten von Menschen mit Asperger-Syndrom, ist doch der Anteil immer noch recht gering im Vergleich zu denen, die dann wirklich auch selbstständig leben können. Sage ich. Aber das hat nicht nur mit den Menschen mit Autismus selber zu tun, sondern da gibt es einfach immer noch viel zu wenig, sage ich jetzt, Angebote und Möglichkeiten, wo angepasste Rahmenbedingungen sind oder gegeben werden oder Fachleute, die sich damit so gut auskennen, dass man auch jemanden, nebst den Eltern natürlich, die ganz wichtig sind, nebst den Eltern auch noch Fachleute, die auch noch können, wie unterstützend einen Einfluss nehmen und mithelfen, dass es dann zu dieser Selbstständigkeit kommt im Verlauf des Lebens. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen will, dass die Zeit
etwas von der wichtigsten Ressourcen ist, die Zeit. Weil ganz vieles braucht einfach mehr Zeit als bei anderen Menschen. Und dass man nicht verzweifelt sein muss, wenn man findet, ja, jetzt bin ich doch 20 und andere sind schon weiter. Oder jetzt bin ich doch 30 oder 40 und andere können doch das schon. Dass man dann auch nicht verzweifeln soll. Weil auch wenn man mehr Zeit braucht, man kann auch noch, wenn man viel älter ist, noch Sachen lernen. Und ich sage, bei Menschen mit Autismus gilt es nicht unbedingt der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Mhm. Sondern eher, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Ja, ja. Man muss es offen lassen. Man muss vielleicht nicht so in diesen engen Strukturen denken. Genau. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Sohn? Nein, Sorgen eigentlich weniger. Klar, man überlegt sich schon, wie geht es denn weiter, aber das ist etwas, was man eigentlich lernen musste, was ich selber lernen musste, weil man hat auch immer alles gerne vorausplanen können. Mhm. Und wir haben öfters in der Primarschule, nachher in der Oberstufe, so Phasen gehabt, wo er sehr, sehr stark belastet war, fast überlastet, wo man das Gefühl hatte, es geht fast nicht mehr weiter. Ja. Und wir mussten wirklich auch lernen, dass wir im Prinzip einfach schauen, dass es jetzt geht. Ja. Jetzt in der 4. Klasse und nachher, was in der 5. Klasse ist, dann schauen wir damit, wenn es so weit ist. Je nachdem haben die Menschen ja auch überdurchschnittliche Fähigkeiten, also extrem gutes Zahlengedächtnis. Mhm. Oder die abstrakten Sachen können sie sehr präzise wahrnehmen. Also eigentlich sehr, sehr wertvoll für unsere Gesellschaft. Sollte man das nicht dann auch fördern? Ja, unbedingt wäre das sehr wichtig, dass es auch zur Förderung kommt und dass man nicht so einen defizitorientierten Blick hat und immer so ein bisschen findet, eher so, schaff an dem, was du noch nicht kannst und ganz viel Unterstützung bei dem, dass du das kannst schaffen und so ein bisschen Detail von der Fähigkeiten dann unter Umständen vergessen geht. So, mhm. Das gibt dann so ein Ungleichgewicht und auch das Schaffen an der Schwierigkeiten, die man hat oder so, das braucht ja wahnsinnig viel Energie und auch viel Arbeitsspeicher. Mhm. Und das kann sehr wichtig sein, auch immer wieder zu schauen, wie schafft man da auch eine Balance, damit nicht das eine so überhand nimmt, dass eigentlich die Fähigkeiten gar nicht mehr sichtbar werden oder nicht zum Tragen kommen. Und manchmal ist es trotzdem für Neurotypische, also Menschen ohne das Asperger-Syndrom, schwierig. Es brüskiert dann auch das Verhalten. Da gibt es ja auch noch ganz schwierige Situationen. Wieso passiert denn das eigentlich? Fühlen Menschen mit Asperger auch anders oder reagieren sie nur anders? Ist natürlich schwierig zu sagen. Es ist auch, denke ich, auch schwierig zu sagen, wie die neurotypisch denkende Menschen fühlen. So. Ja. Ich glaube, dass es sehr ähnliche Gefühle sind, dass wir uns, sagen jetzt so mir, nicht so wahnsinnig unterscheiden von Menschen ohne Autismus. Sondern eben, wie sie sagen dir, dass es schwierig ist, das so wie zu transferieren. Also sozusagen eine innere Freude so nach außen bemerkbar machen, dass es gegenüber merkt, die Freude, die gilt mir. Ja. So. Und das macht es schwierig. Und das andere vielleicht noch, dass auch viele Menschen ohne Autismus Tendenz haben, das Verhalten von einem Menschen mit Autismus so zu interpretieren, als wäre es ein neurotypisches, ein typisches Verhalten. Yeah. Und dann kommt man dazu, dass es dann viel Missverständnis gibt. Und ohne dass eine Seite das eigentlich will, also niemand will, dass es zu dem Missverständnis kommt. Und trotzdem passiert es eben. Mhm. Was ist Ihnen als Vater vom Alex, der auch vom Asperger-Autismus betroffen ist, wichtig noch zu sagen? Also, als Eltern allein wird das sehr schwierig. Da braucht man irgendeine fachliche Hilfe. Und da wäre es natürlich schön, wenn die Schulen ein bisschen mehr aufgeklärt wären. Mhm. Auf das, wenn es mehr Psychologen und Psychiater gibt, die auch auf Autismus spezialisiert sind. Weil wir haben selber feststellen, ein Psychologe, der einen Asperger nicht kennt, der sagt etwas, wo wir nur als Eltern schon sagen, das kann nicht sein. Oder? Mhm. Also, dass wirklich das... Dass mehr Wissen auch dass mehr Fachleute da sind, weil man braucht jemanden. Oder? Ja. Und Sie als Spezialist, die ja selber auch betroffen sind von Asperger, ich merke jetzt so viel wie gerade gar nicht. Was stört Sie also in Ihrer Situation? Oder wie schwierig war das, so quasi nachher ein Leben zu führen, das absolut gleich ist wie neurotypische Menschen? Also, eben, bei mir ist es natürlich jetzt so, dass ich so ein bisschen wie
weiss, dass ich meine Hände bewegen muss, wenn ich rede, dass ich muss, also dass es wichtig ist, auch ihnen zuzunicken, zu lächeln etc. Schon zu schauen, aber nicht zu lang zu schauen, weil sonst gilt es als starren, dass ich meine Stimme modulieren muss, die Intonation der Stimme muss mit berücksichtigen, dass eben Gestik gesprochen wird, untermalen, sozusagen. Und aber eben, dass halt nicht die Intuition vorhanden ist, dass ich das jetzt alles, was ich jetzt mache, einfach intuitiv mache, ohne dass es mir bewusst ist, sondern dass ich irgendwie wie so ein Programm nebenher laufen lasse, wo mir jetzt zeigt, wie ich mich muss verhalten muss, weil es heisst ja, Gestik tut das Gesprochene untermalen, sozusagen, in dem Sinn. Ich denke einfach so, es ist immer noch ein erheblicher Arbeitsaufwand auch bei mir selber vorhanden, damit ich quasi, sage ich jetzt, im Dialog unauffällig wirken oder vielleicht unauffälliger wirken. Und ich kann mir das leisten im Beruflichen oder so, wenn ich jetzt zu einem Interview eingeladen worden bin. Wenn ich doch jetzt im Privatleben bin, dann werde ich doch recht amimischer und weniger beweglich in meiner Gestik und Mimik, weil es doch eben auch sehr viel Energie braucht und ich das nicht auch über das Privatleben hinweg dann auch noch so spielen quasi. Ja, einfach oder wie oder inszenieren. Also sie haben quasi wie gelernt, was man so macht oder was man erwartet, wie man sich bewegt und verhält in der Gesellschaft und können das abrufen. Aber wenn sie jetzt zum Beispiel zusammen sind mit einem Patienten, mit einem Menschen, der von Asperger Autismus betroffen ist und sie mit dieser Person reden, nutzen sie denn diese Sachen auch oder reden Sie hier auf einer anderen Ebene? Das kommt ein bisschen darauf an, aufs Gegenüber. Weil nicht jeder Mensch mit Asperger-Syndrom verliert es, wenn man so viele Bewegungen macht. So. Also da kommt es auch darauf an, dass ich mich auch anpasse als Gegenüber. Oder dass, wenn ich eben Gestik einsetze, eher ein bisschen eine reduzierte Form von Gestik oder gar keine Gestik. Dass einfach vor allem mein Maul redet und die Genauigkeit der Worte und die Sätze da sind, die wichtig ist für das Gegenüber. Bis zu dem, dass ich das natürlich auch quasi spielerisch einsetze, sage ich jetzt. Aber das Wichtigste ist eigentlich mehr, weder Gestik und Mimik, ist eigentlich auch Terminologie. Ja. So eine präzise und genaue Terminologie einzusetzen, dass ich verstehbar werde für das autistisch wahrnehmende Gegenüber. Ja. Oder eben auch die Fragen so kommunizieren oder stellen, dass jemand mit Autismus in der Lage ist, die Frage so zu verstehen, dass sie beantwortbar wird. Damit eigentlich das Ziel wäre, ja, dass wir im Dialog uns beide gleichzeitig als doch recht kompetent empfinden. Finden Sie es unangenehm oder anders, wenn Sie jetzt mit mir reden? Wie meinen Sie anders also, im Vergleich? Ist es, weil ich quasi, sagen wir mal, eben nicht oder neurotypisch bin? Ja, ich finde es absolut nicht unangenehm. Also ist auch sehr angenehm. Hinzu kommt natürlich, dass es ja mein Spezialgebiet ist. Also das heisst, wir sind im Dialog betreffend meinem Spezialgebiet. Und da weiss ich sehr viel und kann auch abrufen und weiss auch, wie ich formulieren will. Erheblich schwieriger würde es sein, wenn das jetzt ein themenfremdes Gebiet wäre. Ja. Wenn wir über irgendetwas reden, dann würde ich doch auch eher wieder innerlich versinken und probieren, herauszufinden, wie das ja auch der Alex im Beitrag sehr gut beschrieben hat. Ja, was muss ich jetzt sagen? Passt das jetzt? Und wie soll ich reden? Und wann soll ich reden? Genau. Ja. Herr Schaub, ich wollte gerne ein Schlusswort geben. Was haben wir etwas vergessen zu sagen, was wichtig ist? Also für Eltern wäre es oft sehr wichtig, dass sie Diagnose haben als Tipp. Und da melde ich eigentlich schon relativ früh bei der IV. Weil die helfen dann eben auch am Schluss bei der Berufswahl oder jetzt beim Studieren oder so. Da können sie da einen Coach beistehen. Und die haben uns auch sehr geholfen. Also, man hört öppen etwas Negatives, aber also wir haben auch positive Erfahrungen gemacht. Oder? Das ist schön, ja. Ja, und da möchten wir uns auch bei allen herzlich bedanken, die uns da geholfen haben. Also, hat bei den Diagnosen angefangen, bis jetzt. Und es ist, glaube ich, noch nicht fertig. Bei den Lehrern, bei allen, die da Alex wirklich wohlwollend mitgeholfen haben. Oder? Das ist schön, das freut mich sehr. Ja. Danke schon vielmals, Herr Schaub. Wollen Sie auch noch ein Schlusswort sagen?
Oder? Nur ganz kurz, dass Menschen mit Autismus auch Freunde wollen und Kollegen wollen haben und nicht immer allein sein wollen, obwohl sie sich auch sehr gut allein beschäftigen können, haben doch die meisten ein grosses Bedürfnis, eben auch Kontakt zu haben zu anderen Menschen. Herzlichen Dank, Herr Huber.